Hallo und willkommen zurück zum neuen Video. Ich bin in diesem Video sehr, 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 sehr zwiegespalten und sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Denn ich hoffe, ich werde positiv überrascht, aber bis jetzt ist meine Meinung grundsätzlich eher noch negativ und eigentlich bin ich nicht so gerne sehr negativ. Und ja. Fangen wir aber erstmal an. Erstmal hallo, ich hoffe, es geht euch allen gut und danke, dass ihr erneut eingeschaltet habt. Ich habe im Juni was bestellt und es ist jetzt erst angekommen und ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es gibt in Amerika und in den UK und so gibt es ja ganz viele Buchboxen, also die dann wirklich auch schöne Bücher mit Farbschnitten und Merch und all sowas rausbringen. Und bei uns gibt es davon leider nicht so viel. Es gibt aber ein paar. Und eine davon war Chest of Fandoms. Und ich hatte, also habe mir die Sachen schon mal öfters angeguckt, habe mir auch die Farbschnitte schon mal öfters angeguckt und fand ein paar davon tatsächlich auch recht schön. Bei den Boxen war aber nie wirklich was mit dabei, wo ich mir dachte, okay, das hat dich jetzt mega umgehauen. Und dann haben die aber im, ich glaube, Mai oder Juni eine Box angekündigt, wo ich bei dem Buch dachte, ja, okay, das ist das, was dich grundsätzlich interessiert. Und die Fandoms, die aber vorkommen sollten, war plötzlich Fee, was mich nicht so interessiert. Dies Hollow Vows, von denen ich ja auch wirklich ein großer Fan war. Und einfach das Reich der Sieben Höfe. Und als T-Shirt, ich glaube, das Reich der Kraniche von Elizabeth Lim. Oder das ein Kleid aus seine Seide und Stern oder so von Elizabeth Lim. Also auch was ich mega super fand. Ich habe dann also diese Box bestellt. Und ja, es gab ganz viele Probleme. Und jetzt ist diese Box erst bei mir angekommen und ich dachte, wir packen die jetzt einfach mal zusammen auf. Die ist noch komplett zu. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich hoffe, man hat auch meine Adresse jetzt hier nicht gesehen, sonst werde ich die mal ausblenden. Aber erstmal finde ich, die Box ist sehr klein. Also ich habe das T-Shirt mitbestellt und habe deswegen 60 Euro bezahlt. Ich glaube, ohne T-Shirts wären es 30 gewesen. Deswegen hoffen wir mal, dass sich das gelohnt hat. Los geht's. Ein bisschen Angst. Okay. Also ich habe das T-Shirt extra in XXXL oder so bestellt, damit, wenn es mir nicht gefällt, ich es immerhin so comfy zum Schlafen tragen kann. Und ich muss zugeben, dafür, dass ich da 30 Euro bezahlt habe, bin ich davon echt nicht begeistert. Also das muss ich gleich schon mal sagen. Ja, ein XXL habe ich es bestellt. Ich kann euch mal den Druck zeigen. Und ich finde es einfach. Ich finde es einfach nicht besonders. Ich finde, der Druck ist sehr schlecht. Also, wenn ich das hochhalte, dann sehe ich da ganz viele Punkte. Ich finde, der ist nicht sehr gut aufgetragen. Ich finde, der ist nicht sehr gut verarbeitet. Ich habe da 30 Euro für bezahlt. Wenn ich mir das T-Shirt selber gedruckt hätte, wäre ich wahrscheinlich günstiger mit weggekommen. Also es hat eine gute Qualität. Es ist ein dicker Stoff, soweit ich das sehen kann. Aber. Ich muss zugeben, ich bin jetzt von dem T-Shirt nicht so begeistert. Nee, wirklich nicht. Schade. Sehr schade. Okay, gucken wir mal weiter. Hier ist eine Karte mit bei. Oh, hier ist ein Spoiler. Das machen wir jetzt noch nicht. Ich zeige euch erstmal hier die Karte, also mir war schon bewusst, also da komme ich später dazu, die Sachen wurden halt, also die Box ist erst spät gekommen, weil die immer gesagt haben, dass was Funkelndes irgendwie an der Grenze zu Russland festhängt und es deswegen jetzt noch nicht kommt. Da war mir eigentlich schon bewusst, was das nächste sein wird. Ich hoffe, es ist halt immer eine schöne Qualität. Also ich meine, es hat eine gute Qualität.
es ist schwer. Ich finde sie auch ganz schön, aber irgendwie. Lasst mich die mal anziehen. Aua. Irgendwie, nachdem ich so lange gewartet habe, weiß ich auch nicht. Hab ich was anderes erwartet? Aber gucken wir mal, wie es weitergeht. Erstmal dieses Verpackungsmaterial, ja. Jetzt darf ich mich da erstmal durchsuchen. Okay, ich glaube, ich sehe den Rest schon und weiß jetzt schon, dass ich davon auch nicht so krass begeistert sein werde. Wir haben hier so eine Aufbewahrungs. Ich hoffe, es ist was zum. Oh mein Gott, wie gehst du auf? Gehst du auf? Was ist das? Es ist eine Teedose, die ich nicht aufkrieg. Geht sie nur oben auf? Bin ich zu dumm dafür? Muss ich dies drehen? Okay, also wir haben eine Teedose, die ich persönlich nicht aufkriege. Ich glaube, die ist inspiriert von These Hollow Walls. Da steht drauf, I am not a pretty thing to be manipulated. I am darkness. Finde ich süß. Finde ich schön. Muss ich das jetzt haben unbedingt? Nein. Aber ich finde es süß. Also ich meine, ich finde es sehr süß gemacht. Mich nervt es ein bisschen, dass ich die nicht. Ah, ich habe es geschafft, Leute. Ich habe es geschafft. War meine eigene Schuld. Finde ich süß. Ich meine, ich. Trinke nicht so viel losen Tee, aber ich finde das bestimmt irgendwie, wo ich das hinstellen kann. Und wenn ich es irgendwie in mein Bücherregal stelle, aber ja, es ist süß. Es ist süß, es ist okay. Dann haben wir hier eine Kerze, Never Never. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich von Plötzlich Fee. Oh, so sieht sie von innen aus und so von außen. Und sie riecht sehr süß. Also sie riecht nicht schlecht, aber sie riecht schon sehr süß. Und ich muss zugeben, ich bin bei Kerzen eher ein Fan von herberen Gerüchen. Und deswegen finde ich die schon sehr süß, aber ich finde sie schön. Und sie ist hochwertig. Also die hat einen guten Deckel, die ist aus Glas. Ist süß. Kann man machen. Und ich glaube, das war's an handfestem Merch. Deswegen gucken wir jetzt mal, was da sonst noch mit bei ist. Okay. Ich war gerade so lange still, weil ich versucht habe, mich daran zu erinnern, wer diese beiden sind. Weil es ist schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Und ich glaube, ich habe mir die beiden einfach komplett anders vorgestellt. Und zwar sind das. Maya und Eden aus Spin the Dawn oder halt ein Kleid gesponnen aus Seide und irgendwas auf jeden Fall. Ich fand die Buchreihe richtig gut. Ich habe mir nur die Charaktere ganz anders vorgestellt. Ich glaube, deswegen war ich gerade so ein bisschen verwirrt davon, wer das ist. Ich meine, ich finde die Zeichnungen süß. Aber ist jetzt auch kein Wow-Effekt, muss ich zugeben. Dann haben wir. Das ist von Plötzlich Fee. Eine A5-Illustration von Plötzlich Fee. Und zwar dieses hier. Ich meine, super pretty. Ich habe Plötzlich Fee nicht gelesen. Aber ich find's süß. Also, ich meine, wenn ich jetzt mir so die Zeichnungen angucke und vor allem den ihn hier. Excuse me. Vielleicht muss ich das dann doch mal lesen. Aber ich meine, finde ich sehr süß. Und dann haben wir noch eine Illustration und zwar von Feyre aus Reich der Sieben Höfe. Und zwar dieses hier. Ich glaube, das, was ich auf dem Kopf habe, soll die Krone sein, auch wenn die Krone natürlich nicht sehr ähnlich ist. Aber that's my girl. That's my girl, girl, girl. Und über die freue ich mich. Also die Illustration finde ich super. Die finde ich auch schön, aber ist jetzt halt nicht mein Fandom. Das hier finde ich okay. Ich mag die Qualität nicht so gerne. Ich finde, das hätten die mal auf ein bisschen festeren Plastik machen können, auf ein bisschen festeren Karton machen können tatsächlich. Ich finde den Druck nicht so schön. Insgesamt war jetzt hier bei die Krone, dann eine Kerze von Plötzlich Fee, eine A5-Illustration von Feyre, Strip hier, dann noch eine A5-Illustration von Plötzlich Fee, die ist Hollow Walls Teedose, die fand ich tatsächlich ganz schön. Die finde ich süß. Die Kerze fand ich auch süß.
Riecht mir tatsächlich aber zu süß, deswegen werde ich die wahrscheinlich niemals anzünden. Und halt das T-Shirt. Und ich muss zugeben, ich glaube, die größte Enttäuschung aus dieser Box ist das T-Shirt. Weil wenn ich ein T-Shirt für 30 Euro bestelle und mir wird gesagt, da ist ein Druck drauf, den jemand designt hat, dann gehe ich davon aus, dass die Person den Druck so macht, dass die auf dem T-Shirt nicht verpixelt aussieht. Und das tut sie halt. Sie sieht halt einfach verpixelt aus. Und das gefällt mir nicht, weil dann kann ich mir halt auch einfach ein T-Shirt selber drucken. Und jetzt kommen wir zu meinem generellen Problem und ja, meinem generellen Unmut mit dieser Box. Ich glaube, wenn man so eine Box bestellt, dann muss man sich halt auch immer irgendwie denken, okay, da wird irgendwie was drin sein, was mir vielleicht gefällt. Oder da wird auch was drin sein, was ich nicht so gut fand zum Beispiel. Und es ist auf jeden Fall was für jemanden, der halt gerne, ich wollte erst scheiße sagen, aber der vielleicht Kleinkram oder halt Merch aus, da, wo ist mein Buch? Da war kein Buch mit bei. Sollte doch ein Buch mit bei sein. Oh mein Gott, da war einfach kein Buch mit bei. Die haben mir kein Buch mitgeschickt. Ich habe 60 Euro für diese scheiß Box bestellt und die haben mir das Buch nicht mitgeschickt. Oh mein Gott, ich... Okay, jetzt, wollte ich nett über diese Box reden und über dieses lange Warten, aber nee, ich sehe es jetzt langsam auch nicht ein. Also, wenn man sowas bestellt, muss man auf jeden Fall sich irgendwie denken, dass da was drin sein wird und dass es wahrscheinlich überteuert sein wird. Und das dachte ich mir, aber ich wollte sowas unbedingt mal ausprobieren, weil ich die Bücherboxen aus den USA und auch aus den UK immer richtig, richtig gut fand. Und deswegen dachte ich mir, okay, probierst du es jetzt einfach mal aus. Aber, Nummer 1, ich habe diese Box im Juni bestellt und die ist jetzt erst angekommen. Anscheinend gab es halt für diese Krone hier, die ich aufhab, gab es Lieferschwierigkeiten. Kann passieren. Ja, okay. Aber dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben, wie es denn aussieht. Und also haben die uns ein Update geschickt. Es dauert länger, 2 bis 4 Wochen. Dann kam 5 Wochen später ein Update. Ja, es dauert jetzt immer noch länger. Dann kam nochmal ein Update, dass sie die Bücher jetzt einzeln verschicken. Und die kamen im September. Und im Oktober hatte ich immer noch kein Buch. Und dann habe ich denen geschrieben, hey, bei mir ist nie ein Buch angekommen. Könnt ihr mir mal sagen, wie es aussieht? Und dann haben die mir eine Woche später irgendwie geantwortet, ja, die Bücher gehen Ende der Woche raus. Und dann haben die jetzt das Buch nie bei mir angekommen. Ich habe auch nie eine Sendungsverfolgung von denen bekommen oder sonst was. Ich weiß nicht, wo es abgelandet ist, ob die meins einfach nicht zugeschickt haben, ob die vergessen haben, es einzupacken. Aber ich bezahle nicht 60 Euro für so eine Box, warte 4 Monate darauf und dann ist einfach das Buch nicht mit dabei. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass da ein Buch mit dabei sein sollte, weil 60 Euro für ein T-Shirt und die 3 Sachen finde ich wirklich übertrieben. Also da muss ich gleich nochmal gucken, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass da ein Buch mit bei sein sollte. Ich gucke gerade mal, ich hole mal meinen Laptop und guck mal. Ich bin gerade so wütend, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich meine, wenn man so eine kleine Firma führt, ja, dann können halt Probleme entstehen und dann können auch Fehler passieren. Aber diese ganze Nicht-Kommunikation, die ich von denen hatte, vor allem den, ja, wir schicken es 4 Wochen später raus, dann irgendwie 3 Monate gefühlt wieder gar keine Kommunikation, dann es verzögert sich noch was, dann wir schicken die Bücher rauf, dann auf Nachfrage zu schreiben, ja, das Buch kommt in einer Woche und darauf habe ich denen nochmal geschrieben, hey, mein Buch ist nie angekommen, könnt ihr mir mal sagen, ob das auf dem Weg ist, was da passiert ist und darauf habe ich einfach keine Antwort mehr bekommen. Ich habe darauf einfach keine Antwort mehr bekommen auf meine Nachfrage, ob mein Buch unterwegs ist und deswegen dachte ich jetzt, dass das halt hier mit drin ist, aber hier ist kein Buch mit bei. Hier ist einfach kein Buch mit bei. Und wenn die mir jetzt schreiben, ja, wir haben das Buch vor 2 Monaten losgeschickt, dein Problem, dann raste ich komplett aus. Weil ich hatte denen geschrieben, mein Buch ist nicht angekommen. So könnt ihr mir mal sagen. Und wenn die mich dann einfach ignorieren, kann ich absolut nicht verstehen. Kann ich absolut nicht verstehen, ehrlich gesagt. Ich gucke jetzt gerade nochmal in meinem Kontakt mit denen, ob ich da irgendwas übersehen habe. Aber ich habe einfach auf meine Antwort, hey, mein Buch ist nicht angekommen, habe ich keine Antwort bekommen. Gucken wir mal. Am 10. Oktober hatte ich denen geschrieben, hey, mein Buch ist nicht angekommen. Darauf habe ich noch nie bekommen. Guten Tag, vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir kümmern uns so schnell wie möglich um Ihr Anliegen. Danach habe ich dann erst wieder am 9. November eine E-Mail bekommen, dass sie die Sachen jetzt verschicken werden.
Und ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich gucke gerade nochmal. Hier, drittes Update zu deiner Bestellung. Die Bücher wurden heute abgeholt. Wenn die Bücher heute abgeholt wurden, es war am 20. September und ich schreibe am 10. Oktober, hey, bei mir ist nie was angekommen, wie kann man darauf denn einfach nicht antworten? Und diese komplette Nicht-Kommunikation, finde ich, geht nicht. Das geht als großes Unternehmen nicht, das geht als kleines Unternehmen nicht. Und dann denke ich mir, okay, was soll das jetzt? Ich schreibe denen jetzt nochmal, dass mein Buch nie bei mir angekommen ist. Und ja, ich muss zugeben, ich bin gerade so genervt und so enttäuscht, weil ich habe mich wirklich lange und viel auf diese Box gefreut. Und ich meine, ich finde die Krone, finde ich süß, so ja, die lege ich irgendwie auf meine Bücher oder so. Das T-Shirt, finde ich, ist einfach von der Qualität nicht sehr gut. Kerze und Teedose finde ich ganz süß. So die Prints finde ich okay. Finde ich von der Qualität, also die sind gut gedruckt, aber ich finde, das hätte man noch einfach auf ein bisschen festerer Pappe machen können. Aber okay, aber 60 € ist es nicht wert. Also gerade jetzt, wenn ich mein Buch nicht kriege, dann buche ich das Geld von PayPal einfach zurück und schicke denen dieses Ding zurück, weil das sehe ich einfach nicht ein. Aber ja, eigentlich hätte das ein positives Video sein sollen. Und eigentlich wollte ich euch sagen, jo, hey, bestellt gerne bei Chester Fandoms, weil die haben halt auch echt schöne Buchschnitte. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man nur ein Buch bei denen bestellt. Das habe ich bis jetzt einfach nicht gemacht, weil ich die ganze Zeit so genervt war, dass meine Box nicht angekommen ist. Aber ich muss zugeben, dass ich ziemlich enttäuscht bin. Und ja, ich werde mich jetzt mal mit Chest of Fandoms in Kontakt setzen. Und dann, wenn es was Neues gibt, gebe ich euch ein Update. Aber momentan müsste ich leider sagen, ich würde es euch nicht empfehlen, dazu bestellen, weil die Kommunikation funktioniert nicht, der Versand funktioniert nicht. Und entweder interessiert es sie nicht, dass mein Buch bei mir nicht angekommen ist. Oder sie waren sauer, weil ich in meiner Nachricht geschrieben habe, hey, ich finde die Kommunikation auch nicht ganz gut, dass ich zweimal nachfragen muss, wo mein Buch ist und ich kriege keine Antwort. Und dass sie darauf dann einfach nicht antworten, finde ich dann auch einfach schlechten Kundenservice. Und ich komme ja aus dem Einzelhandel und hatte mit Kunden zu tun und sowas hätte ich mir niemals erlauben dürfen. Und ja, ich verstehe das, wenn man wütend ist, wenn Kunden mehrmals nachfragen. Aber wenn Kunden nachfragen aufgrund von deinem Fehler, finde ich, solltest du dich nicht so verhalten. Und ja, ich bin enttäuscht. Deswegen werde ich dieses Video jetzt auch beenden. Es tut mir sehr leid. Ich hatte gehofft, ich kann euch was Positiveres zeigen. Aber ja, leider nicht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Ich werde jetzt noch ein paar Bücher in der nächsten Zeit kaufen und vielleicht werde ich da noch mal einen kleinen Haul machen. Aber jetzt gerade bin ich genervt und deswegen höre ich jetzt auf zu reden. Bye!